Bellatrix Lestranges Festnahme, Aufenthaltszeit und Flucht aus Azkaban. Das und mehr jetzt in diesem Video. In unserem heutigen Video werden wir besprechen, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass die berüchtigte Todesserin Bellatrix Lestrange festgenommen werden konnte und in Azkaban ihre Zeit absitzen musste. Außerdem werden wir ihre Zeit in Azkaban selber besprechen und einem ganz bestimmten Szenario auf den Grund gehen, wie sich die Geschichte entwickeln hätte können, wenn Bellatrix Lestrange niemals festgenommen worden wäre. Bellatrix Lestrange wurde als Mitglied der reinblütigen Familie Black geboren und war eine Cousine von Sirius Black und Schwester von Narcissa Malfoy. Schon früh zeigte sie ein großes Talent für die dunklen Künste und schloss sich den Todessern an, einer gefürchteten Gruppe von Voldemorts Anhängern, lange bevor Voldemort seine Macht offen zur Schau stellte. Beginnen wir mit den Aktivitäten von Bellatrix vor Lord Voldemorts großem Aufstieg. Während der ersten Herrschaftsperiode von Lord Voldemort in den 1970er Jahren war Bellatrix eine der loyalsten und fanatischsten Unterstützerinnen von ihm. Sie war berüchtigt für ihre Grausamkeit und ihre Rolle in zahlreichen schrecklichen Verbrechen, darunter Mord und Folter. Ihre Treue zu Voldemort war nahezu unerschütterlich und sie war bereit, jeden Befehl auszuführen, den er ihr gab. Bellatrix kämpfte Seite an Seite mit den Todessern, als Voldemort seinen Feldzug für reinblütige Vorherrschaft begann. Sie war an mehreren Schlachten beteiligt und hatte einen Ruf als äußerst gefährliche Hexe, die keine Gnade kannte. Ebenfalls während der ersten Herrschaftsperiode von Lord Voldemort wurden einige Todesser gefangen genommen und vor Gericht gestellt, darunter auch Bellatrix Lestrange. Die genauen Umstände ihrer Festnahme sind nicht explizit in den Büchern beschrieben, aber es wird angenommen, dass sie bei einem der zahlreichen Angriffe oder Schlachten gegen Mitglieder des Orden des Phönix oder andere Verteidiger der Zaubererwelt gefangen genommen wurde. Nach ihrer Verhaftung wurde sie vor Gericht gestellt und für schuldig befunden. Aufgrund ihrer schwerwiegenden Verbrechen wurde sie zu einer lebenslangen Haftstrafe im Zauberergefängnis Azkaban verurteilt und dort sollte sie auch lange Zeit bleiben. Während Bellatrix Zeit in Azkaban vor Lord Voldemorts Wiederauferstehung, die etwa 13 Jahre lang dauerte, verbrachte Bellatrix ihre Tage in einem düsteren, trostlosen und gefährlichen Umfeld. Azkaban galt als ein Ort, der die Lebenskraft und den Geist seiner Insassen erstickte und vergiftete, und viele Gefangene litten unter großer psychischer Belastung. Bellatrix blieb jedoch standhaft in ihrer Loyalität zu Voldemort und glaubte fest daran, dass er eines Tages wieder auferstehen und seine Herrschaft wieder aufnehmen würde. Ihre Hingabe und ihr fanatischer Glaube an Lord Voldemort halfen ihr, die Zeit in Azkaban zu überstehen, und sie wurde zu einer der gefürchtetsten Insassinnen des Gefängnisses. Die Bücher geben leider keine detaillierten Einblicke in ihr Leben im Gefängnis während dieser Zeit in Azkaban. Es ist jedoch möglich, eine allgemeine Annahme über die Bedingungen und die Erfahrungen der Gefangenen in Azkaban zu machen. Azkaban gilt als eines der übelsten und gefährlichsten Gefängnisse der Zaubererwelt. Es befindet sich auf einer abgelegenen Insel inmitten der Nordsee und ist von einem unheimlichen Nebel umgeben. Das Gefängnis ist selber ein düsterer, festungsgleicher Bau mit hohen Mauern und strengen Sicherheitsvorkehrungen. Die Umgebung in Azkaban ist trostlos und düster. Das Gefängnis ist berüchtigt dafür, dass es selbst die glücklichsten und lebenslustigsten Menschen in düstere, hoffnungslose Wesen verwandeln kann. Die ständige Anwesenheit von Dementoren, dunklen, seelenlosen Kreaturen, die die Glückseligkeit von Menschen absorbieren, trägt zu der depressiven Atmosphäre bei. Der langjährige Aufenthalt in Azkaban hat bei vielen Insassen schwere psychische Auswirkungen. Die Präsenz der Dementoren verstärkt die Angst und Verzweiflung der Gefangenen. Viele leiden unter Albträumen, Depressionen und einem allgemeinen Verlust des Lebenswillens. Die Insassen sind weitgehend isoliert und haben nur begrenzten Kontakt zur Außenwelt. Dies kann zu einem Mangel an sozialer Interaktion und einer Verschärfung der psychischen Belastung führen. Azkaban ist nicht nur von Dementoren bewacht, sondern verfügt auch über starke magische Sicherheitsvorkehrungen, um die Flucht der Gefangenen zu verhindern. Diese Sicherheitsmaßnahmen machen es äußerst schwierig, das Gefängnis zu verlassen. In Bellatrix Lestranges Fall können wir annehmen, dass sie trotz dieser entsetzlichen Bedingungen in Azkaban ihre Hingabe zu Voldemort aufrechterhielt. Sie war bereit, für ihre Überzeugungen und ihren Meister alles zu ertragen. Ihr fanatischer Glaube an Voldemort und die Aussicht auf seine Wiederauferstehung gaben ihr möglicherweise die nötige Kraft, die Herausforderungen des Gefängnisses zu überstehen.
Kommen wir nun zu ihrer Flucht aus dem düsteren Inselgefängnis Azkaban. Als Lord Voldemort 1995 zurückkehrte, stellte Voldemort fest, dass die Lestranges zu den treuesten seiner Mitglieder zählten. Im Januar 1996 gelang es schließlich Bellatrix und vielen anderen Todessern, aus Azkaban zu entkommen, nachdem sich die Dementoren dem Dunklen Lord angeschlossen hatten. Als Ergebnis wurde Bellatrix zur Fahndung ausgeschrieben und lebte mit der Gefahr der erneuten Gefangenschaft, hätte sie das Ministerium jemals gefasst. Ihre Abwesenheit aus Azkaban hätte weitreichende Auswirkungen auf den Verlauf der Ereignisse gehabt. Als eine treue Anhängerin von Lord Voldemort hätte Bellatrix Lestrange sicherlich eine bedeutende Rolle in seinen Plänen und Machenschaften gespielt. Ihre Freiheit würde es ihr ermöglichen, weiterhin aktiv und bedingungslos den Dunklen Lord zu unterstützen und seine Befehle und Tötungskommandos auszuführen. Jetzt kommen wir einmal zu einem Szenario, welches potenziell passiert wäre, wenn Bellatrix Lestrange niemals festgenommen und nach Azkaban gebracht worden wäre. Wir alle wissen, wie mächtig sie war und wie loyal sie dem Dunklen Lord gegenüberstand. Ihre Abwesenheit war in der Originalgeschichte ein wichtiger Vorteil für Harry Potter und den Orden des Phönix, denn so konnten sie sich auf das, was kommen würde, viel besser vorbereiten. Kommen wir nun einmal zu dem, was potenziell passiert wäre. Bellatrix Anwesenheit und Nichtfestnahme bei Lord Voldemort und ihren treuen Todessern würde den Todessern sicherlich einen neuen, gefährlichen Schwung verleihen. Ihre Fähigkeiten als erfahrene und mächtige Hexe hätten eine erhebliche Auswirkung auf die Stärke der Todesser, und sie könnte als eine gefürchtete und berüchtigte Kämpferin auftreten. Da Bellatrix eine fanatische Reinbüterin war, wäre ihre Freiheit vermutlich von der Jagd nach Muggelstämmigen und Mitgliedern des Orden des Phönix begleitet gewesen. Sie hätte eine zentrale Rolle dabei gespielt, Voldemorts schrecklichen Ideologien Leben einzuhauchen und die blutige Verfolgung seiner Gegner voranzutreiben. Bellatrix Lestranges Anwesenheit in den Schlachten der Zaubererwelt hätte die Dynamik erheblich verändert. Ihr Talent und ihre Brutalität hätten ihr und den Todessern einen klaren Vorteil verschafft. Gleichzeitig hätte ihre Rückkehr den Widerstand und den Orden des Phönix vor Herausforderungen gestellt, die sie vielleicht nicht erwartet hätten. Und das nicht nur ab dem fünften Teil, sondern in unserem Szenario schon die ganze Zeit. Sie wurde in unserem Szenario ja nie gefasst. Als eine der entschlossensten Feinde von Harry Potter hätte Bellatrix Lestrange eine furchterregende Rolle in seiner Verfolgung gespielt. Ihr persönlicher Groll gegenüber dem Auserwählten hätte zu dramatischen und gefährlichen Konfrontationen geführt, die die Geschichte in eine neue Richtung gelenkt hätten. Ich bin mir nicht sicher, ob Bellatrix ihn vielleicht sogar bei den Dursleys in seiner Kindheit hätte finden können. Bellatrix Freiheit hätte zu einer weiteren Bedrohung geführt, nicht nur für Harry und seine Freunde, sondern für die gesamte Zaubererwelt. Ihre unbrechbare Natur hätte zu unvorhersehbaren Ereignissen und einer ständigen Bedrohung geführt, die es zu bekämpfen galt. Kommen wir nun zu einem abschließenden Fazit. Das Szenario, in dem Bellatrix Lestrange nicht festgenommen wurde und frei geblieben ist, wäre zweifellos von Verwüstung und Chaos geprägt gewesen. Ihre fanatische Loyalität gegenüber Lord Voldemort und ihre mächtigen Fähigkeiten hätten die Zaubererwelt in ihre Grundfesten erschüttert. Es zeigt uns, wie wichtig die Festnahme von gefährlichen dunklen Künstenanhängern wie Bellatrix für die Sicherheit und Stabilität der magischen Gemeinschaft ist und war. Ich hoffe, dir hat die Zusammenfassung von ihrer Festnahme, Zeit in Azkaban und ihrer Flucht gefallen und auch das Gedankenspiel, was passiert wäre, wenn sie niemals dort gelandet wäre. Falls du eine andere interessante Meinung oder Theorie haben solltest, schreib sie doch gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.